Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play. Infamous Second Son. So, ich will den Rauch mitnehmen. So, was müssen wir denn überhaupt machen heute? Was haben wir überhaupt auf der Karte so zu tun? Ist das hier eine Mission? Ja, ist eine Mission. Okay, dann gehen wir da hin. Gut. Wir müssen jetzt irgendwie ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwie unnötig in irgendwelche Polizeiaktivitäten rennen. Das heißt, wir verstecken uns, weil da irgendwie jetzt gleich einer kommt. Wir lassen die Jungs mal ein bisschen in Ruhe. Machen uns auch zur nächsten Mission. Die ist hier irgendwo um die Ecke. Mensch, Mann, du müsstest das hier sehen. Alles ist verlassen. Es gibt nicht eine Fähre mehr rein und raus. Das gleiche am Flughafen und am Bahnhof. Und jetzt, wo die Brücke hin ist. Glaubst du, das DOP macht das mit jeder Stadt, in die es gerufen wird? Das habe ich zumindest gehört. Lassen sich Leute sowas gefallen. Weil, wenn es darauf ankommt, die meisten nicht bereit sind, ihr Leben für die Freiheit zu opfern oder für das Streben nach Glück. Scheiße, da wollte ich wie. So, die Jungs haben wir down. Dann ziehen wir mal das Kernrelais raus. Hier habe ich ein gutes Gefühl. So. Scheinbar kriegen wir jetzt ein bisschen Besuch hier. Was sie brauchen, ist sowas von ungesund. So, haben wir's? Ja, scheinbar haben wir gerade alles down. So, ich halte den Jungen mal hier. Wir sollen ja keinen. Keinen so schlechten Eindruck machen. Also wir wollen uns ja auf die gute Seite begeben. Und so ein Kernrelais finden. Dann gehen wir mal da lang. Was haben wir hier mit der Hand? Eine Scanstation, okay. Moment. Da oben ist Miss. Das ist der. Jetzt ist das aktuelle Ziel. Was ist denn das mit dem Missionsstart? Also wenn die Straße jetzt weitergeht, dann können wir das dann machen. Wir müssen jetzt über die Straße weitergehen, ne?
wahrscheinlich nicht weiter. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn wir uns unauffällig verhalten. Typen gibt es in dieser Stadt. Na, zum Glück bist du ihnen überlegen, was eure Anzahl angeht, Mann. Wie kommst du darauf? Naja, weil ein Einzelner sich schneller, unauffälliger und leiser bewegen kann. Und sie werden dich unterschätzen. Die werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Würdest du ihnen das bitte erklären? Dann geben sie ja vielleicht auf. Was? Und ihnen die ganze Überraschung verderben? Hast recht. So, dann ziehen wir das mal kurz hier raus. Okay, da komme ich also nicht lang. Nicht klappt. Ich bin tot, oder? Spontan würde ich sagen, ja. Ah, super. Okay, da müssen wir mal hin. So, ich muss ja alles jetzt immer neu machen. Edgy, das musst du sehen. Das DUP hat die Stadt völlig eingestampft. Alle Leute schauen sich nervös um und ziehen nur noch den Kopf ein. So funktioniert das Kriegsrecht. Man kontrolliert Stadt und Einwohner, indem man zuerst beide bricht. Ja, Mann. Besatzungsarmeen sind das Letzte. Das solltest du erstmal lieber für dich behalten. Okay, dann. Hier ist er oben, oder? Würde mich nicht wundern, hä? Oder ist das Ding hier wirklich oben? Hey Reggie, die Kernrelais auf dem Weg hierher müssen durch die Zerstörung aufgebrochen sein.
Das hier ist ziemlich gut versiegelt. Ich glaube nicht, dass das DUP dir die Schlüssel gibt, also wirst du sie wohl aufbrechen müssen. Zum Glück kenne ich inzwischen ein paar coole neue Brechertricks. Gut. So, jetzt ziehen wir uns mal das Wasser, das Ding hier raus. Oh, das wird einfach fantastisch. Vorsicht da unten! Nicht schlecht, was? Wollt ihr es nochmal sehen? So, alle down oder was? Edgy, ich hab deine ganzen Kernrelais aufgebraucht. Mann, komm schon, ich brauche mehr! Nein, Mann, mehr kriegst du nicht. Von dieser Bioterroristen-Sache bist du total aufgedreht. Such dir ein Fleckchen und halt dich mal eine Weile bedeckt. Was ist dein Problem mit deinem Bedeckthalten? Mir geht's gut, mir geht's super, gib mir mehr! Nein, ich bin mit einem Kollegen vom SPD auf einer heißen Spur. Aber wir unternehmen gar nichts, bevor ich nicht sicher bin, dass du nicht durchdrehst. Und gut, schade. Gut, ich halt mich bedeckt. Mission abgeschlossen. Rauffangen. Gut. So, dann machen wir damit. Jetzt ziehen wir mit der Schwefelbombe. Dann war die Mission auch durch. Gut. Wir müssen aufpassen, okay, dass wir hier... Delson, ich habe Informationen über das DUP-Kommunikationsnetz. Es gibt eine zentrale Antenne, über die sie die Bewegungen der kleineren Distrikte koordinieren. Okay, weißt du auch, wo dieses zentrale Kommunikationsding ist? Naja, du wolltest das Ding sehen, solange du hier bist. Hör auf, die Space Needle? Die Space Needle. So, die Jungs machen wir mal kleiner als Kleinholz. Feind besiegt, wunderbar. Ich wollte diese scheiß Drohne mal holen. Gut. Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt dorthin. Ja, wir müssen voll in ein Gebiet, wo das was kontrolliert wird. Also da, wo es dann an der Grenze irgendwie. Oh, guck mal, Spielplatz. Hat er das eine das gesehen? So, Tür öffnen. So. Du bist hin. Auf dem Boden mit dir, mein Freund. So. Achso, ja. Ich exekutiere die Jungs nicht, sondern ich besiege die einfach nur. Einfach auf Nummer sicher gehen, bevor es dann irgendwie heißt, ja. So, den Rauch ziehen wir mal ab.
Wir brauchen sie nicht exekutieren. Einfach auf Nummer sicher gehen. Gut, und die nächste Mission gehen wir dann in der nächsten Folge an bei Let's Play. Infamous Second Son. Bis dahin und auf Wiedersehen.